Hey Leute und damit herzlich willkommen zu Stranded Deep. Leider eine Folge übersprungen, also ich bin hier auch gerade etwas woanders. So viel ist im letzten Part nicht passiert. Den Part, den wir nicht tun. Eine Mystery Box. Was ist die? Ja. Auf jeden Fall diesen Part habt ihr, also einen Part habt ihr nicht gesehen. Der ist verloren gegangen. Oder was heißt verloren gegangen? Er ist nicht verloren gegangen, aber ich habe beim Schneiden gemerkt, dass mit dem Programm, womit ich aufnehme, mit Action, ist komplett unsynchron ist. Und jetzt nämlich, ich hoffe, dass dieser Part zumindest funktioniert. Mit denen habe ich auch etwas stabilere FPS. Aber dafür kann ich nur in 30 FPS aufnehmen, leider. Aber egal, das ist gar nicht das Thema. Ich möchte, also mit Action, ich hoffe, dass auch wirklich alles läuft jetzt, aber mit Action habe ich viel besser. War alles voll unsynchron und ich weiß gar nicht, was los ist. Hier ist unser Cute Hammer. Aber wo ist, hä? Wo ist unser Lager hier? Hier ist unser Floß. Okay, das ist noch hier. Also wir sind noch auf der richtigen Welt. Ich dachte, das wäre hier irgendwie ein Weltbug. Ich weiß gar nicht, wo habe ich denn jetzt hier angefangen, was zu bauen? Ich guck mal, was hier. Ja, wir haben gerade, ach genau, unser Arm sieht so komisch aus. Man sieht auch gerade die Blutspur. Ja, ich habe meinen Arm gebrochen. Ich habe einfach einen Arm gebrochen. Ach, hier ist unser Lager. Ja, okay, das haben wir alles erfarmt in der letzten Folge. Und wie gesagt, der Part ist nur verloren gegangen durch Synchronisierungsprobleme. Und ich wollte nicht, dass das Spiel unsynchron ist oder dass der Sound unsynchron ist. Aber jetzt sollte ich eine viel bessere Qualität aufnehmen. Und es habe gerade Frame-Einbrüche, warum auch immer. Jetzt 40, 50, 30. Ich weiß nicht, was das ist. Wir wollten uns eine neue Axt bauen im letzten Part. Wollte ich eigentlich noch machen, das habe ich aber nicht mehr gemacht. Hier sind noch die Sticks, die kann ich auch mal hier. Okay, jetzt habe ich total Frame Drops. Okay. So, Nummer 4. Also wir haben hier ein paar schon. Also wir können uns daraus Campfire bauen. Das ist gut. Ich will immer mit Escapen. Aber egal. Warum ruckelt das so? Das ruckelt dann nicht mehr. Ich habe stabil 30 FPS. Oder ich glaube, dass das in der Aufnahme nicht so ist. So. Oh, komm, hier wollte ich eigentlich. So. Auch auf den Haufen schmeißen, okay. Wie gesagt, ich habe noch ein bisschen Performance-Probleme. Hier ist noch ein Campfire. Was sagt eigentlich jetzt unser. Okay, das kann man. Wir haben Hunger. Können wir die. Ich glaube, da müssen wir erstmal. Bis. So. Können wir die mit einem Hammer vielleicht kaputt schlagen? Nein, wir haben. Das geht leider nicht. Wir brauchen Hammer, dafür brauchen wir, glaube ich, einen Stick. Ich weiß die Rezepte übrigens nicht mehr. Also ich hoffe, dass ich noch irgendwie weiß. Jetzt brauchen wir, glaube ich, noch einen Stein. Ah, Krebs. Hi, Krebs. Ja, wir brauchen Stein und das, ich habe gerade wirklich so viele Ruckler irgendwie. Brauchen wir zwei Steine? Nee, wir brauchen einen Stein. Ein Stein. Yay, ein Stein. Und warum die Facecam schwarz-weiß ist, das hat folgende Gründe, weil sonst seht ihr, weil die Beleuchtung hier nicht so gut ist. Okay, ich dachte, die Kamera ruckelt auch irgendwie, ne? Ich weiß nicht, was das ist, ich habe ein paar Performance-Probleme. So, jetzt müsste ich eigentlich noch diese Lashings haben. Aber wenn ich sie gerade nicht finde, dann mache ich einfach. Nehme ich kurz das Messer und dann. Suche ich die Pflanze. Natürlich möchte ich auch auf dem zweiten Dings sein. Und ich möchte eigentlich in dieser Folge mal kurz ein Thema besprechen. Also mit meinem Kanal. Das hat viel mit meinem Kanal zu tun. Also ich habe ja momentan was am Laufen mit Dings. Ich komme damit komplett durcheinander mit YouTube und sowas. Und haben wir keine Lashing? Ah, da ist das. Ja, eine Yuka. Ne? Ja, und ich möchte euch mal was erzählen. Was ich jetzt in diesem Jahr vorhabe. Also ich möchte meine Ziele jetzt für dieses Jahr erzählen mit 25 FPS Grad, 30, 40. Wir haben Frame Drops und das ist richtig. Oh. Ja. Da. Brauchen wir jetzt. Brauchen wir, ne? Oder? Eine Cute Axt. Okay. Schon haben wir wieder eine Cute Axt und ja. Was meine Ziele für 2015 sind. Ich habe ja gesagt, dass ich jetzt, ich habe ja kein Best-of oder sowas gemacht, wie ich was bespreche und was ich vorhabe für dieses Jahr, das habe ich ja gar nicht gesagt. Haben wir nicht irgendwo noch einen Baum?
Das habe ich ja gar nicht gesagt oder so. Und deswegen. Habe ich das eigentlich im letzten Part gezeigt oder war das der erste Part? Ich weiß das gar nicht. Ich habe die hier umgedreht und damit kam noch am Schiff und das habe ich gleich mit dem Floß auch gemacht, was sie gebaut haben. Den Stick. Hier. Stimmt. Ja, meine Ziele für 2015 sind, ich möchte ein neues Konzept aufbauen, das diesen Februar, nicht nächsten Februar, diesen Februar, in Schwung kommt. Also ich versuche das jetzt, mit diesem Stranded Deep Let's Play, versuche ich das, reinzubringen, dieses Konzept. Und auch, was ich vorhabe. Ich möchte nämlich, ich sag mal so, ich höre so komische Geräusche. Das ist Musik. Auf jeden Fall, ich möchte meine Qualität steigern und einen festen Upload, einen festen Upload-Plan bringen. Das bedeutet, ich möchte, ich kann euch ja mal den Upload-Plan verraten. Vielleicht werden manche nicht davon einwandern. Manche sind vielleicht nicht. Manche sind da wahrscheinlich nicht mit einverstanden mit dem Plan. Was ist das? Manche werden da wahrscheinlich nicht einverstanden damit sein, aber egal. Das ist mein Plan, wo ihr euch denn auch sicher drauf verlassen könnt. Und das werde ich wirklich einhalten, also versuchen einzuhalten. Mit der Zeit, egal wie wenig Zeit ich habe, ich versuche den Plan einzuhalten. Es kommen nämlich nicht mehr tägliche Videos, es kommen sowieso nie tägliche Videos, aber nur mal so als Ansage nochmal. Dass jetzt keine täglichen Videos mehr kommen, habe ich Sticks, nein. Dass keine täglichen Videos mehr kommen. Also, für euch ist es. Oh. Die können wir jetzt auch essen, ne? Da muss man die. War das nicht irgendwie so? War das nicht so? Ja. Und da kann man sie nochmal schlagen, ja? Hä? Ich trinke die mal. Warum habe ich die ganze Zeit so ein. Mehr so ein dramatischer Sound. Ah, jetzt. Die können wir nämlich auch essen. Apfelgeräusch. Ja, und ich möchte jede zwei Tage ein Video rausbringen, nur ein einziges Video. Und vielleicht den Tag, wo ich. Also das ist noch nicht fest. Das ist nur mal so Gedanke schon mal. Und dann den freien Tag, der auf dem Hauptkanal nichts kommt, möchte ich dann auch meine Vlogs machen. Also jede zwei Tage kommen Vlogs, jede zwei Tage kommen Let's Plays. Das ist, glaube ich, ganz okay, aber erstmal kommen nur jeden Tag, jede zwei Tage Let's Plays. Und immer um 18 Uhr, ist doch schon etwas später, aber ich glaube, das ist für die meisten Leute wahrscheinlich okay. Sag mal, was ist los? Oh, wir verlieren irgendwie einen Hunger. Das ist nicht gut. Können die hier schlagen? Ja. Ah, ich esse die jetzt einfach mal. Also wir verlieren irgendwie einen Hunger. Ich glaube, wir verhungern oder so. Hier die Axt. Ich weiß auch gar nicht, was das die ganze Zeit für... Wenn ich mal leise bin, hört ihr vielleicht im Hintergrund die ganze Zeit so ein Geräusch. So. So ein Drama-Geräusch, weißt du? Was ich meine? Ah, wir sind voll. Ich habe das unser Leben generiert. Und man sieht da ja. Unser Arm ist so eklig, ne? Der ist gebrochen. Und irgendwie. Ich weiß nicht. Das ist ein bisschen komisch. Aber naja, und die Videos werden immer 15 Minuten lang. Ungefähr. Und was auch, also das soll mein neues Kanalkonzept werden. Jede zwei Tage Videos, bla bla bla. Ein bisschen umändern. Wo habe ich unser Paddel eigentlich? Ah, unser Paddel müsste da hinten sein, ne? Weil dann könnten wir uns. Das hört das Geräusch jetzt auch mal auf. Na, unser Leben ist wieder voll, aber dafür haben. Oh Mann. Das ist mal wieder was. Die ist schon eine etwas reifere. Voll. Die kann ich ja auch trinken. So, getrunken. Hier. Und mach sie kaputt, dann können wir sie auch essen. Hey. Apfelgeräusch. Und Apfelgeräusch. Okay. Nimm die Axt. Und ich hoffe, dass jetzt auch alles synchron ist. Und wenn es nicht synchron ist, dann werde ich wahrscheinlich auch den Part nicht veröffentlichen. Aber
Ja, das wird mein neues Kanalkonzept. Ich glaube, ich werde das mal irgendwann mal anders nochmal ein bisschen mehr besprechen. Vielleicht in einem Vlog oder sowas. Und die FPS sinken und sinken und sinken. Von 60 FPS auf 30, dann jetzt auf 25, 28, 29. Die sinken und sinken die ganze Zeit. Permanent. Ach, hier ist Patrick. Hallo, Patrick. Ist hier irgendwo ein Hai in der Nähe? Kann das sein? Ich muss sagen, das nervt tatsächlich ein bisschen. So viele Steine haben wir hier auch nicht. Steine sind ja in diesem Spiel anscheinend eine Mangelware. Wie ich mitbekommen habe. Und warum laden sich die Items nicht so schnell, wie ich das möchte? Warte, so. Hammer. So. Habe ich noch gar nicht gesagt, wir können jetzt uns so eine Foundation bauen. Und mit der Foundation können wir uns natürlich auch irgendwie ein Dach bauen. Obwohl, eine Foundation brauchen wir eigentlich gar nicht, oder? Also noch nicht. Kann ich das auch irgendwie abbrechen jetzt? Oh. Ups. Das war, glaube ich, ein bisschen... Aber wie baut man sich nochmal ein Bett? Genau, für das Bett brauchen wir... Ich gehe mal kurz zu dieser einen Pflanze. Diese Lashings brauchen wir dafür. Also diese Seile. Heißen die ja so in Deutsch. Also werden die hier in diesem Spiel genannt. Und es laggt auch wirklich dermaßen. Ich bin übrigens mit DxStory auf. Für die Leute, die das interessiert. DxStory ist ja wirklich... ein leistungsstarkes Programm. Also da brauchst du schon wirklich einen krassen PC. Ich meine, mein PC ist ja an sich schon ordentlich. Sollte alles ordentlich flott laufen. Nur irgendwie mit DxStory ist geht gar nichts. Also DxStory ist wirklich so ein Programm. Die meisten sagen dazu, boah, läuft prima, aber das ist eigentlich gar nicht so. Also ich meine, ich kann damit aufnehmen. Hab, sag ich mal, 30 FPS in Minecraft. Ist wirklich so. Von 200-300 FPS und, da kann ich mal... Oh nee, das geht so nicht. Und in anderen Spielen habe ich dann nur noch 5, 6 FPS. Also das ist richtig komisch. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber... Naja, und DxStory ist halt so ein Programm. Da gehen die FPS aber richtig krass hinunter. Das regt mich wirklich ein bisschen auf nach DxStory. Da ist auch Fraps viel besser dran. Zieht auch nicht so viel FPS, also da ist viel besser. Aber jetzt nehme ich mit DxStory auf und das kann ich mich auch nicht mehr umändern. Ich versuche das zum Laufen zu bringen. Warte mal, wie kann man eigentlich die Potatoes essen? Ich will es mal jetzt wissen. Muss man die nicht irgendwie schälen oder so? Haben wir sie jetzt einfach gemampft? Wir haben ja auch noch was zu trinken. Food steht es ja hier. Ich würde mir gerne ein Bett bauen, aber dafür brauchen wir noch mehr Lashings. Ich glaube 6 Stück oder... War das 2? Ich kann es ja mal kurz machen. Ich glaube, ich brauche 1, 2, 3, 4. 4. Ich glaube, das waren 6 Stück. 6 Stück. Und dann braucht man, glaube ich, nochmal 5 Sticks oder sowas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist ja egal, wie wir das entpacken. Hauptsache, da kommt irgendwann später ein Rezept raus. So, und dann brauchen wir die Lashings. Lashings. Da. Aber es ist ein Lashing und damit kommen wir nicht weit, oder? Nee, damit kommen wir nicht weit. Naja, an dieser Stelle würde ich erstmal sagen, wäre nett, wenn ihr den Part bewerten könntet. Zwar gehen meine FPS gerade immer weiter runter. Ich werde mich im nächsten Part ein bisschen, ich hoffe, dass es im nächsten Part dann noch besser ist. Wäre nett, wenn ihr das Video bewerten könntet. Das war's mit dem Video. Ciao.